Da sind wir wieder. Diesmal schön frischen Tag erwischt. Und ja, Bastelkleber haben wir in der Tasche. Kinderschere haben wir auch rausgeholt. Das heißt, wir gehen jetzt daran, ein paar Bäume zu fällen, weil wir müssen ja hier unser ja, Papphüttchen mal zukriegen. Auch hier machen wir natürlich wieder einen etwas weiteren Weg. Gucken, dass wir nicht an dieses komische rote Wölfchen kommen. Nein, kommen wir nicht. Sehr gut. Und suchen uns dann wieder einen Baum, der etwas weiter weg ist. Und wie wir jetzt auch gesehen haben, die Bäume respawnen, weil das war der Baum, den wir in der letzten Folge auch schon zur Ernte genutzt haben. Mittlerweile werden die Server auch richtig voll, wie ich gemerkt habe. Ich habe jetzt auch eine kleine Stunde Pause gemacht, oder auch zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr genau. Und als ich wieder draufgekommen bin, waren auf einmal 14 Leute von 20 möglichen schon hier auf dem Server. Im Moment gibt es nur 10 offizielle, aber schon jede Menge private Server, die aus dem Boden sprudeln. Ich bleibe allerdings erstmal auf offiziellen Servern. Das ist auch nach wie vor die Server Nummer 4. Habe ich euch mal reingepackt in die Videobeschreibung. Dürftet ihr da also sehen können. Ja, es passen allerdings immer nur maximal 20 Leute auf den Server. Also das ist ein bisschen wenig. Also sollten da mal einige von euch den Weg hier auf den Server finden oder ähnliches. Könnte es sein, dass der ruckzuck voll wird. Aber es ist im Moment ja auch noch PvP. Also PvP, ihr wisst das ja alle, ihr kennt mich mittlerweile, PvP ist nicht mein Ding. Also würde ich mir doch ganz gerne lieber einen PvE-Server suchen. Solche Server gibt es noch nicht offizielle, also muss ich derzeit auf einem PvP-Spiel-Server spielen. Nein, PvP-Server spielen, so rum. Und hoffe mal, dass ich hier am Anfang vielleicht nicht arg so häufig einen auf die Nuss kriege. Ich werde jetzt zusehen, dass ich meine Hütte abgeschlossen kriege. Also da mein Dach drauf, Zimmer etc. Also da kommt gut was raus. Also wenn man sich die Mühe macht und die großen Bäume fällt, dann kommen da wirklich ordentlich Hölzer raus. Und die brauchen wir. Ja, ich spiele also immer noch am Tag des Releases, also solltet ihr das erste Video jetzt schon gesehen haben und schon Kommentare gepostet haben, so habe ich noch nicht die Möglichkeit gehabt, da reinzugucken. Ich denke, die ersten Videos hier, die werden im Tagesrhythmus erscheinen. Und ja, einfach mal schauen, wie weit wir da jetzt wirklich kommen. Sollte ich Bugs finden und ähnliches, werde ich die behalten. Sollte ich Fehler im Spiel finden, dann werden die natürlich reported. Ich denke mal nicht, dass ich das live machen werde hier, sondern im Nachhinein, nach der Videoaufnahme. Weil auch da bin ich bei Pre-Alpha-Spielen oder halt definitive, echte Early-Access-Spiele eigentlich immer ganz gut mit am Supporten. Weil da unterstütze ich gerne. Wenn es allerdings irgendwann dann, ouch, irgendwann dann Spiele sind, die nach 2-3 Jahren immer noch im Early-Access-Status sind oder ähnliches, ja, da lasse ich mich dann nicht großartig veräppeln. Da gibt es dann natürlich kein Feedback.
Aber das ist eine andere Sache. So, da haben wir's. Stein hatte ich jetzt überlegt, weil die erste hier jetzt hinüber ist. Da muss ich allerdings vorher noch Steine diverser Art beschaffen. Werde ich aber mal eben kurz gucken. Also Compact Stone und Stone. Da scheint es also zwei verschiedene Varianten von Stein zu geben. Das werden wir dann hier mal an einem Felsen ausprobieren. Scheinen auch unterschiedliche Färbungen zu haben. Ich weiß nicht, ob das vom Schatten her ist oder ob das gleichzeitig sagt, das ist was anderes. So, was haben wir hier an Stein? Compact Stone. Das waren die dunklen. Dann schauen wir mal. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich nur Schatteneffekte sein. Nee, das ist Stone. Also die hellen Steine Stone, die anderen Compact Stone. Den Unterschied kann ich euch jetzt natürlich noch nicht sagen. Vielleicht ist das eine Stein, das andere Granit oder so, oder Basaltstein oder keine Ahnung, Schieferstein. Jedenfalls scheint es hier unterschiedliche Arten von Steinen zu geben, die man dann jeweils auch für die verschiedenen Rezepte braucht. Was ich sehr schön finde. Haben wir genug? Wir haben genug. Dann werden wir jetzt eine craften. Wie kriegt er ihren Haken rein? Ich weiß nicht, was der Haken, warum ich den Haken da rein mache, aber irgendwie, nee, das sieht dann auch aus wie ein Kelch, ne? Fällt mir gerade auf. Nee, das sieht dann eher aus wie ein Kelch. Dann lassen wir das. Dann nehme ich wieder eine ziemlich einfache Variante. Am Anfang werden wir jetzt einfach mal schauen. Ja, wir wollen da wie gesagt ein bisschen vorankommen. Und uns so nach und nach ein paar Items freischalten, dass wir ein bisschen in die Tiefe des Spiels auch reinkommen. Und alles Weitere können wir dann wirklich im Laufe des weiteren Spielverlaufs dann schauen. Kleiner Blick. Da bin ich wieder. Waren jetzt, weiß ich nicht, 5 Minuten. Aber Real Life kam dazwischen. So, ich bin wieder bei euch. Und es hat sich das jetzt bewahrheitet hier, was ich bei den anderen oder was ich vorhin oder im letzten Video prognostiziert habe oder vermutet habe schon, dass die Axt, also die verbesserte Axt, wirklich dafür da ist, damit das ganze Abbauen schneller geht. Von der Ausbeute her scheint sich nichts zu ändern. Das sind 18 Stück, ja, 17 Stück, okay. Beim letzten Mal waren es auch 17 bis 18. Also bei den großen Bäumen, das scheint identisch zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich jetzt gerade pausiert, oder hatte ich einfach nur den Sound ausgemacht? Das werden wir sehen.
Also entweder habt ihr jetzt gleich einen kleinen Cut, hattet ihr gerade einen kleinen Cut, oder einfach nur eine kurze Passage, wo nichts ist. Hallo Dicker. Lizardman heißt der. Oh, der haut ordentlich rein. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Dann locke ich den mal weg. Ich werde jetzt so oder so sterben. Ja. Aber der Lizardman, der haut ja mal ordentlich rein. Da pfeiften schon die Fledermäuse aus dem letzten Loch. Die sollen mir aber gar nicht anpfeifen. Ich will erstmal wissen, wo es nach Hause geht. Da ist was Weißes. Also allzu weit ist man nicht entfernt von seinem Leichnam. Man muss halt nur ein bisschen lünkern, wo er wohl exakt ist. Und dann findet man ihn auch. Jetzt müssen wir mal schauen, wie weit ist der Lizardman wieder zurück? Okay, der ist wieder exakt zu seinem Punkt zurückgelaufen, wo wir ihn aufgefangen haben. Also zum Wegkiten, dass der dann definitiv woanders steht, das geht wohl nicht. Also zumindest nicht sehr weit. Ein bisschen weiter weg wird er wohl stehen. Gut. Wir machen jetzt erstmal unsere Tür. Ich könnte zwar natürlich jetzt auch versuchen, hier meine Rüstung zu bauen und so weiter, aber wir müssen einfach gucken, was jetzt der Reihe nach möglich war. Oh, ich konnte an der Tür nichts herstellen. Das finde ich jetzt aber schade. Ich habe gedacht, ich könnte hier auch noch eine Schnibbel reinmachen oder ähnliches. Nee, mit E kann ich nur öffnen, schließen. Eine nachträgliche Modifizierung ist nicht möglich. Dann haben wir wieder... Oh, ich kriege hier sogar fertige Items. Ich habe gedacht, Rohstoffe. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Also wir könnten uns jetzt hier dran weiterarbeiten, aber ich werde das einfach so just for fun machen. Erste Kiste haben wir auch gerade bekommen. Finde ich gut. Können wir erstmal gucken, wie viel Platz in einer so einer Kiste ist. Irgendwas hatte ich gerade mit Delete. Aber das werde ich dann später gucken. Foundation. Kann ich gleich meine Hütte erweitern. Und jetzt kommt es wieder hier, was ich vorhin schon sagte. Es wäre cool, zumindest für meinen Geschmack, wenn hier die Grund-Items immer drin wären. Ja, also mit Shift geht es noch nicht. Ich hatte jetzt überlegt, so mit Shift zu drücken. Ah, Shift rechts. Ha, Shift rechts kann ich die Items in die Kiste packen. Sehr gut. So testet man doch die einzelnen Sachen durch. Das finde ich gut. Shift-Rechtsklick und die Sache ist erledigt. Man packt die Sachen automatisch ins Inventar. Dawberry und Honeyberry. Intensive impression of moment of hunger and health. Das gleiche. Okay, also die beiden kann ich futtern. Ich hatte gedacht, vielleicht findet man schon irgendetwas, was zum Zähmen von Tieren ist. Ich will ja direkt immer alles von vornherein alles haben. Gib mir alles. Nee. Okay, also nicht ins Inventar. Und unten auf die Leiste macht das dann. Dirt, Kompakt Dirt. Ich weiß nicht, ob es dafür noch Verwendung nachher gibt. Aber ich denke, das wird nur so zum
zum Terraforming gedacht sein. Jetzt Rüstung. Ich denke mal, eine kleine Rüstung wäre nicht verkehrt. Was bräuchte ich für eine Stein? Ach, kann ich auch schon machen. Dann machen wir uns direkt eine Steinrüstung, was? Dann. Obwohl, ist auch komisch, eine Steinrüstung. Rüstung aus Stein. Na gut, okay. Dann Craft. Und was machen wir jetzt hier? Das sind die Schulterstücke. Ah, okay, Schulterstücke. Schulterstücke. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Dieser halb und deswegen werde ich jetzt mal hier so ein bisschen geschnörkelt was machen. Dann Brust und Rücken. Wurscht. Ich bleibe jetzt erstmal bei diesem geschwungenen. Damit ich so eine so halb gleichmäßige Optik habe. Einfach mal um zu testen. Oh, okay, doch jetzt. Hat was für sich. Also ich bin das war jetzt wirklich nur so am Rumfrimmeln, rumtesten und so weiter, aber das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das geht in den oberen Bereich unter. Da brauche ich mir jetzt nicht Mühe zu geben. Das heißt, Mühe, nicht Mühe geben. Gibt mir natürlich immer Mühe. Nee, das sieht blöd aus. Hier diese Kante ist schlecht. Das ist schlecht. Da ist mir was. Schlechtes gelungen. Schlechtes gelungen. Okay. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich brauche nicht durch den Punkt. Wenn ich in die Nähe des Punktes komme, reicht das. Das ist vielleicht für euch ganz interessant. Dann könnt ihr vielleicht schon ganz anders bauen. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Was ist das jetzt? Ach, so eine Bauchbinde. Ne, okay. Die Bauchbinde, das wird ein ganz, ganz dünnes. Das muss ich gucken. Das wird ein ganz dünnes. Ich hoffe, das funktioniert. Kriege zwar jetzt gerade einen Krampf im Finger. Da wäre wirklich so ein Zeichentablett nicht verkehrt. Vielleicht, wenn das Spiel mir gefällt, dann wird sowas angeschafft. nehme ich. Wo bist du? Da bist du. Katsching. Dann haben wir genug für. Wann nehmen wir denn zuerst? Füße oder Hände? Ich denke mal Füße, ne? Dann können wir eher ein paar Ameisen zertreten. Okay, die Füße werden wieder gespiegelt, so wie es aussieht. Und wir fangen mit dem rechten Fuß an. Ich werde das jetzt definitiv mal als Fuß gestalten. Und dann hier wieder diese Schnörkellinienform nach oben ziehen. Ach,
Ja, der hätte den Snap-Punkt hier genommen. Nee, dann ist das natürlich nicht gut. Mache ich das so. Und hier dann diese Schnörkelform. Blatt rüber. Und hier hinten auch wieder diese Nörkel runter. Dann sieht das vielleicht sogar aus, als wenn das ein Lederstiefel wäre oder so aus Stein. Lederstiefel aus Stein habe ich jetzt gebaut.